Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Pete's Meet mit allen vom Team Pete's Meet. Hi. Und heute geht es rund ums Thema Schätzfragen. 15 Schätzfragen so, stimmt, sind ja geil, vorbereitet. Das wäre natürlich witzig gewesen, wenn du uns jetzt hättest schätzen lassen, wie viele Schätzfragen heute wohl gibt. Ja, scheiße, Leute. Das habe ich euch aber vorher auf der Schule die erste Schätzfrage. Ja, das stimmt. Als allererstes. 15 Stück, wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wenn mehrere Leute gleich weit weg sind, bekommen sie beide einen Punkt. Oh, das ist aber genau. Allerdings halte ich für recht unwahrscheinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Also kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Schätzen wir heute? Okay. Wir schätzen. Schätzchen. Punkte machen? Jetzt mal Buddha bei die Fische. Punkte sind auf jeden Fall hilfreich, würde ich sagen. Punkte, Schmunkte. Fischschnitzel. Seid ihr denn bereit für die erste Schätzfrage? Bereit bin ich, ja. Ja. Du bist bereit? Ich korrigiere nochmal nach unten. Sehr gut. Bei welchem Wert liegt der Weltrekord im Dauerjodeln? Ah, in Dauerjodeln hat natürlich kaputt gemacht. In Lautstärke oder in Dauer? Nee, Dauer. In Minuten? In Sekunden? Stunden, Minuten, Sekunden. Alle so. Eingaben. Ja, wollt könnt ihr auch Tage schreiben, by the way. Also macht es einfach eindeutig. Dauerjodeln. Das kann ich aber schon lange. Der Weltrekord im Dauerjodeln. Frage ist, ob du, wenn du Luft holst, es ausgejodelt hat. Nee, du kannst das machen. Ihr könnt auch Tage schreiben, dann wird er da nicht irgendwie Sekunden stehen haben, weil sonst müsste der ja hochrechnen auf mir. Er muss ja auch schlafen, der Mann. Christian, ich helfe dir. Der hat gesagt, ihr könnt auch Tage schreiben, weil ich angefangen habe mit Tagen. Ja, das glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass das nur so eine Ich fick erstmal Peter, ich hoffe. Ja, theoretisch, ne, das macht dich ja nicht irgendwie kaputt. Also macht dich irgendwann kaputt, aber du musst jetzt nicht die Luft anhalten oder so, sondern das kannst du schon ein bisschen machen, glaube ich. Deswegen gehe ich mal mit. Also ich glaube, Luft holen ist auf jeden Fall keine Unterbrechung. 30 Sekunden. Die Technik ist könnt ihr das wie beim Singen, weißt du? Du holst ja beim Singen Zeitangabe, auf. Sonst kommt ihr über das Ding raus. Ja, fertig. Ja, das reicht, genau. Wie macht man das denn? Hab ich mich irgendwie mich zu doof, um das vernünftig zu schreiben? Nee, du, bei dir ist alles gut, du bist kurz genug. Aber manche Leute schreiben Dinge aus, die sie auch kürzer schreiben könnten. So wie du es auch kürzer geschrieben hast. Und ja. Ich sehe 4 Antworten. Geilheit. Das macht mich sehr glücklich. Ich lese diese Antworten jetzt vor. Bram sagt 4 Stunden und 20 Minuten. Aha! Das schlechteste Jola aller Zeiten. Das schauen wir ja selber. Christian sagt 172 Stunden. Oh, na, das ist wann schläft der denn? Wenn ich mich nicht vertue, ist das als knapp eine Woche. Der hat eine Woche ohne Schlafen? Als ob der sich eine Woche einen abjodelt. Vielleicht kann der auch. Der ist so ein, weißt du, Schlafjodler. Gibt's ja. In Österreich, ganz verbreitet, oder? Kennst du die nicht? Das ist ja noch schlimmer als Schnarchen, ey. Jeder dritte Schluchtenscheißer ist ein Schlafjodler. Zumindest eine Frau gewesen, möchte ich mal ganz kurz ach so. Sagen, die ja, diesen guck Weltrekord mal. Aufgestellt hat. Schluchtenscheißerin, okay, sorry. Jonathan tippt auf 3 Stunden, 42 Minuten, 43 Sekunden und 56 Millisekunden. Und krass. Sebastian tippt auf 13 Stunden, 17 Minuten und 69 Sekunden. Bitte lass es zwischen 3 und 4 sein, dann muss Peter richtig hart rechnen. Der Weltrekord bei 3 Stunden, das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Viel zu viel wahrscheinlich. Aber das ist korrekt, Christian, du bist bei 4 zu viel. Aber 4 Stunden, das würde doch wohl mindestens einen Tag geschafft haben. Also wir schaffen ja 8 Stunden am Stück labern, oder? Nicht mal einen Tag. Die Stimme macht halt irgendwann Stunden. Auch nicht mehr ja, mit. Ja, außerdem, ne? Kann einer von uns jodeln? Weiß man überhaupt, also darf man... So funktioniert Jodeln nicht, du kannst einfach Jodeln sagen. Aber ist Jodeln vielleicht beendet in der Sekunde, wo man keinen Laut mehr macht? Und dementsprechend kann man das sehr gut messen? Nee. Ich glaube, der Mund muss schon offen sein. Ja, aber vielleicht kannst du auch jodeln, während nur einer... Also 3 Stunden und 4 Stunden sind auch viel zu wenig. Der Einzige, Scheiße. Der nah dran war, war der Sebastian mit seinen 13 Stunden. Die korrekte Antwort sind 15 Stunden oh, und, mega gut. Und 11 das. Sekunden. Nice, Sebastian. Du als Jodler. Scheiße, Alter, ich hab doch gesagt, das geht so. Jodel, 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 jodel. Easy. Ist auch Kacke. Immer bei der App aktiv. Ja klar, jodel, jodel, jodel. Oh Gott.
Also, ein Punkt für Sebastian, aber 14 sind noch zu holen. Und wir gehen weiter mit der nächsten Schätzfrage, die da lautet: Wie viel Geld warfen Rom-Besucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen? Das ist voll gemein. Die Antwort darauf hatten wir auch in einem Quiz. Echt? In einem, ja. In Münzen? 3,50 Mark. Also in Euro gehe ich mal davon aus. Kilogramm. Ich hätte es gerne in Euro. Ohne Cent betrifft. Was passiert, also wenn die der Dollar ist, wenn da Yen reingeworfen werden? Ja. Dann wurden wir umgerechnet. Scheiße, das hatten wir in irgendeinem Quiz. Kannst du das wirklich proven? Ich glaube nicht, dass du das proven kannst. Ich hätte eure Antwort trotzdem gerne in Euro. Fontana di Trevi ist der populärste und mit rund 26 Meter Höhe und rund 50 Meter Breite größte Brunnen Roms. Und wer bekommt das Geld? Das wäre auch noch wichtig zu wissen. Oh, wird benutzt, um den Brunnen unter anderem wieder zu sauber zu machen und zu geschichten. Peter, ist das eine valide Antwort? Das weiß ich alles aus dem Quiz, das wir hatten. Auch, dass das gar keinen richtigen Sinn hat, da Geld reinzuschmeißen, sondern dass das sich irgendwie entwickelt hat, aber keinen mythologischen Hintergedanken oder so. Ah, ich weiß es nicht mehr. Da haben sich die Bettler einfach immer nachts bedient und haben gesagt, oh ja, Mensch, ich Wunderheilung, wirf da mal einen Euro rein. Nee, genau so. Das Geld wird der Caritas gespendet, by the way. Ah, cool. Laut laufenden Verträgen wird das Geld bis mindestens 2019 an die Caritas gespendet. Okay, keine Ahnung, was sie dieses Jahr damit gemacht haben. Hatten sie wahrscheinlich auch einen Ballern voll die Party am Trevi-Brunnen, Junge. Alle Vorsitzenden aus dem Rathaus. Aber dieses Jahr geht ja nicht. Also dieses Jahr werden die ja nicht viel geballert haben, schätze ich mal. Ein Volksglaube sagt, dass es Glück bringe, Münzen über die Schulter in den Brunnen zu werfen. Eine Münze führe zu einer sicheren Rückkehr nach Rom. Zwei Münzen dazu, dass der Werfende sich in einen Römer oder eine Römerin verliebe. Drei Münzen würden zu einer Heirat mit der entsprechenden Person führen. Mhm. Und vier, jetzt bist du okay, arm. Wenn ich gar nicht, wenn ich Rom hasse? Ja, wenn du Rom hast. Stell dir vor, das wäre in Paris, Peter. Würdest du das niemals machen? Reinwerfen, aber dass der Brauch so auf Rom bezogen ist, finde ich halt witzig, weil das gibt's ja halt hier auch. Also, ja, hat sich wahrscheinlich verbreitet. Sachen, also die Münzen in den Brunnen schmeißt, dann kommst du auch wieder nach. Das sieht auch cool aus, muss ich sagen. Gut, wir haben vier Antworten. Die erste Antwort ist von Bram. Er tippt auf 1,2 Millionen Euro. Jetzt dann haben wir so Christian. Christian tippt auf 264.000 Euro. Jonathan sagt 165.732 Öcken, was ich als Euro ansehe. Witzigerweise sagt Sebastian etwas sehr Ähnliches wie Bram. Er sagt 1.234.567 Euro. Also leicht drüber. Und die Antwort, wie viel Rom-Besucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen geworfen haben, lautet: Es ist über 1 Million Euro. Alter. Krass. Es ist über 1,2 Millionen Euro, nämlich 1,4 Millionen Euro. Und damit geht der zweite Punkt an Sebastian Letzen. Boah, das war mega knapp. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt 10 Millionen oder so. Dann wäre der Punkt immer noch bei dir gelandet. Ja, aber so von der Können wir nicht den Brunnen kaufen? Her. Ja. Ja, statt das für einen guten Zweck zu spenden, also finde ich das auch. Das sollte zu uns. Für Friendly Fire, Mann. Ja, für 1,4 Millionen Euro oder so. Ja? Ja, wir sollten dann Friendly Fire Brunnen machen, irgendwie Berlin oder so. Das wäre super. Nee, bitte nicht in Berlin. Da pissen die Leute da bestimmt nur da rein. Oder? Ja, ist doch egal, ob da das Geld ist drin. Mikkel muss da draus sammeln, nicht wir. Wer soll das denn da reinwerfen? Von der ganzen Renners. Also, wir kommen jetzt zu etwas. zurück zu einem Weltrekord, würde ich sagen. Okay. Aber zu einem nicht unbedingt gesunden, nämlich Dauerwichsen. Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? Deine Nudel ist so rot, ne? In Stunden, ne? Im Wachbleiben? Der eine WoW-Spieler ist ja nach 3 Tagen gestorben, oder? Guinness World Record 2006 habe ich nur da stehen. Das kann nicht gesund sein. Wie lange kann man denn wach bleiben, ohne dass man krepiert? Boah, ich muss Weltrekord, mal kurz wie Rechner darf ich so kurz rausholen, ne? Wie finde ich auch schwierig mit dem Weltrekord. Also denkst du dir so, okay, ich entweder so sterbe ich oder ich habe den Weltrekord? Aber wie weit weg sind 3 Tage vom Weltrekord? Ah, interessant. Als ob du 3 Tage schon drei am Tage Stück schon ohne Schlafen wach geblieben bist. 2 auf jeden Fall. What? Wir reden über den Weltrekord, wa? Ja, eben, deswegen. 48 Stunden wart ihr schon am Stück wach. Klar, bei unseren Jahren alleine schon.
Oder alleine. Welcher LAN? Bei unseren alten LANs. No chance. Haben wir voll durchgemacht, da waren wir länger als 48 Stunden wach. Never. Ja, du vielleicht nicht. Wissenschaftlich können wir das nicht untersuchen, denn das wäre unethisch, erklärt Professor Jürgen Zulle, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums und leitender Psychologe am Universitäts- und Bezirksklinikum Regensburg. Also die Rekorde, die trotzdem zählen, sind nicht mit Schlafmedizinern begleitet worden. Die Frage war, wie lange, oder? Einfach. In Stunden. In Stunden. Das hat gebracht, Peter. Naja, da war ja schon ein sicker Move, den du da gemacht hast. Aber vorhin war es auch eng mit Sebastian. Also das könnte ja immer was bringen. Sebastian, Christian hat, glaube ich, noch keine Antwort gegeben oder ist rausgeflogen. Nee, ich habe da noch nichts reingeschrieben. Okay. Zwei Tage. Dann warten wir gespannt. Achso. Okay, ja. Es wurde von einem Briten aufgestellt. Okay, damit ist auch Christians Schätzung da. Und Brammen tippt 287 Stunden. Was? Also wie ungefähr viel? 12 Was? Tage. 287. Alter. Christian tippt 120. Jonathan 139. Sebastian 73,5. Und ich lese Come on! Jenseits der exakten Wissenschaft hat die Jagd nach einem immer neuen und verrückten Rekord natürlich auch vor dem Schlafen nicht Halt gemacht. So stellte der Brite Tony Wright 2007 mit 266 Stunden ohne Schlaf einen Rekord im Wachbleiben auf. Hey, aber durfte er nur nicht die Augen zumachen oder was? Nee, ich hab das sogar gesehen. Also nicht ganz natürlich. Aber wie macht er das? Spannendes Fernsehen ever. Die mussten stehen oder so oder irgendwas machen immer wieder. Ja, hätte ich mir also waren, da waren zwar keine Schlafmediziner dabei, aber die waren in so einem Raum mit ganz viel, also war halt so ein Massending. Und da mussten die halt immer so Sachen machen. Ja, er hat damit auch die Leistung des Amerikaners Randy Gardner geschlagen, der vorher mit 264 Stunden den Rekord hielt. Krass. Laut einem Artikel bei RP Online. Ja, klingt mega öde. Kommen wir zu Runde 4. Mega öde. Ja, darf's ja nicht. Wie viele Inseln im Mittelmeer gehören zu Griechenland? Oh, soll ich die alle aufzählen? Nee, aber eine Zahl hätte ich gerne. Wie viele Inseln? Warte mal, Inseln mit... Ja, also, Jonathan, verrückt. Also, bevor Jonathan die verstanden hat, die Frage, habe ich schon. Ja, aber das ist schon eine relevante Frage, weil Insel ist ja nicht gleich Insel, ist so ein Stein im Wasser auch schon eine Insel? Ja, von der sobald das halt Insel genannt wird. Ja. Die korrekte Definition von Insel erwarte ich bei dir schon im Kopf. Du musst es selber wissen, heißt das. Korrekt. Also Griechenland die hat Quelle ja schon viele. Die Quelle ist diesmal Wikipedia. Mit insgesamt Inseln. Mit zwei Bergen. Verwaltet Griechenland rund Prozent aller Inseln des Mittelmeers. So viel Prozent? 100% des Mittelmeers hat Griechenland. Krass. Interessant ist jetzt hier aber, ich möchte das mal ganz kurz vorlesen, ja, nur damit ihr nochmal potenziell ändern könnt. Mit insgesamt so und so viel Inseln in Klammern, Inseln, Inselchen, Eilande, Felseninseln, Felsen und Riffe. Ja. Also. Sag ich doch, Peter, jetzt. Also nicht, meine Frage war doch schon berechtigt. Ja, gut, dass ich das nochmal gegoogelt habe, weil das als, also, Felsen tauchen da sogar auf. Also, ich weiß nicht. Ich sag ja, jeder Stein. Ja, okay, aber laut der Definition steht ja drin. Deutschland hat auch sieben, Quatsch, du hast die Nord- und Ostseeinseln. So, dann zählt aber auch nicht dann die Insel von dem Bodensee mit. Wahrscheinlich. Oder die von irgendeinem anderen Pimmelsee. Schon. Ja, aber dann, ja, okay, vielleicht schon, keine Ahnung. Vielleicht sind es auch nur bewohnte vielleicht sind aber auch nur bewohnte Inseln in der Aufzählung drin. Ja, was vielleicht weiß aber auch nicht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Also da, bei dem, was ich jetzt hier nochmal spezifiziert habe, ist glaube ich klar, dass es nicht um bewohnte Inseln geht, wenn da doch selbst Felsen mitgezählt werden. Also auf so einem Riff, da wohne ich ganz gerne mal. Ja. Es ist Ariel.
Okay. Also, wir haben vier Antworten. Die nicht mehr Jungfrau. Ja, genau. Bram sagt 28. Christian sagt 2587. Wow. Kann auch gut sein. Jonathan sagt 139. Sebastian sagt 364. Da waren, glaube ich, 700. Und sind vier. Zählen doch nur die Großen. Eine 4 kommt vor. 4.000. Viermal. In dieser vierstelligen Zahl. Ach, die da lautet 3054. Ein Punkt für Christian. Ja. Belastend. War knapp daneben. Ja. 28. Ich fand das gut. Ja, was weiß denn ich? Wie Jay schon sagte, ne, das können ja auch die Insel sein. So sieht's aus. Könnte, hätte, wäre. Ja, ist so. Habt ihr alle nicht mitgezählt? 5. Alles klar. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären 6. nötig, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? Ich nehme mal stark leer. An. Das ist eine Fangfrage. Von der Kapazität des Saugens wären es mehr als Platz finden auf der Haut und deswegen geht's nicht. Ja, deswegen halt Theorie. Hier ist eine Zahl, die ich gerne von euch hätte. Die Anzahl und die ist nicht 0. Wir haben halt einfach das Volumen des Mückenmagens gemessen und dann haben die das auf die 2 Liter Blut, die ein Mensch hat, gemessen. Durchschnittlich, ich denke, ihr habt nur zwei Liter. Mann, Frau, groß, klein. So Mensch. Durchschnittlicher 2. Mensch, nehme ich mal stark. Das wäre schon für mich eine Schätzfrage. Wie viel Liter Blut hat der? Wäre ich nämlich auch schon. 2 Liter. Ja, 2 hat Jeff gesagt. Nee, ich weiß es nicht. Ich halte mich da wenig vor 2 Liter. Als Moderator. Oder waren es. Aber wenn ich das jetzt mal umrechne. Ja, ich sag mal so, Antwort ist die. Okay, genau, Punkte wären super. Reicht mir das? Ja, das ist eine gute Antwort. Wie viele Mücken wären, um dich leer zu saugen? Genau, also auf einen Schlag, also genau, also... Mhm. Was so, das wieder für eine komische Hochrechnung ist. Ein Stück. Da kommen jetzt 3 Millionen raus. Das ist so eine Mücke, die sabbert nur kurz. Gut. Ich sehe da einige Antworten. Ja, easy. Aber ich habe jetzt gerade erst darüber nachgedacht, was ich da reingeschrieben habe. Ich habe einfach mit der Faust auf den Numblock gehauen. Ja, hätte ich auch machen sollen. Aber dann höre ich meistens. Das ist immer noch eine Schätzfrage. Ja, also. Bram sagt 1,2 Millionen. Christian sagt 150 Millionen. Ah ja. Was? Jonathan sagt 45 Millionen. Oha. 236.078. Ja, ja, stimmt. Würde schon ganz nennen. Sorry. Und Sebastian sagt 60.000. Ist eine Variante. Es kann auch alles richtig sein. Nur mal um zu schätzen, ja. Was meint ihr denn? Wie viel so eine Mücke mit einem Saugen, wie viel kriegt die da so? Keine Ahnung, nicht viel. Nicht so ein, so ein Tropfen. Nee, nicht annähernd. Das ist ja nur ein Tröpfchen. Was nur ein Tropfen. Ich glaube nicht mal ein Tropfen. Ja, wie viele Tropfen Blut hat so ein Mensch? Also wenn ich eine Mücke an eine Wand haue, dann ist da ein Fleck, ja? Also muss da auch ein Tropfen drin gewesen sein. Ja, das ist ja mehr als nur das. Egal, wir haben eine korrekte Antwort, denn etwa 1,2 Millionen. Echt? Das ist das, was Bram gesagt hat, by the way. Nice. Da war ich ja nah dran, ne? GZ Bram. Immer die gleiche Aktueller Punktestart. Richtig. 2021. Ja, stimmt. Bram hat 2, Christian hat 1, Jonathan hat 0 und Sebastian hat 2. Und wir kommen zu Frage 6. Wie viel wiegt ein normales Hühnerei Größe M im Durchschnitt? Oh. Ein Kilo, ne? Wenn du möchtest. Ein Kilo? Was? Nee. Also Kartoffeln sind ja schon 40 Gramm. Wie viel wiegt ein normales? Da musste ich ja gar nicht lange drüber nachdenken. Nee, hast du direkt quasi gemacht. Aber instant habe ich da getippt. Das musste ich mal lernen. Das musst du mal lernen. Jonathan sogar mal lernen. Mhm. Was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Mach auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, Jonathan.
weiß es nicht mehr. Dafür musst du Jonas dann erstmal sagen, was du getippt hast. Die Frage ist ja, ob du das weißt. Stimmt. Nimm mal einfach ein bisschen mehr. Ich hab 5 Gramm, Jay. Soll ich noch ein bisschen mehr nehmen? Nimm mal ein bisschen mehr. Okay. Und Jay hat auf dich gehört. Das ist ja sick. Okay. Wir haben 4 Antworten. Jetzt gewinne ich. Sepp hat übrigens nicht auf dich gehört. Bram tippt auf 37 Gramm. Christian sagt 30 Gramm. Jonathan 99. Und Sebastian 15. Die Antwort. Sind. Ja, 15 ist ein bisschen wenig. Die Antwort lautet 60 Gramm. Oh, also ein weiterer Punkt für Dennis Brammen. Fuck. Das ist korrekt. Ich wusste das nicht mehr. Dann war das die L-Eier oder irgendwie. Ach, egal. Die L-Eier meinst du, sind eher so. Meinst du eher so Gänse-Eier? Ich weiß es nicht mehr. Das ist von so und so bis so und so viel Gramm müssen halt die, werden die dann geratet, glaube ich. So, Größe L ist so zwischen 63 und 72 Gramm. Ja, genau. Größe XL ist mindestens 73 Gramm. Ja. Also, als ob ich noch weiß, wie schwer da solche Eier waren. Was? Ja. Wusste jetzt auch gar nicht, dass das nach Gewicht geht, aber ergibt natürlich mega viel Sinn. Also, gut, du kannst natürlich auch nach Größe gehen, da kommt meistens auch mehr Gewicht dazu. Ja, das stimmt. Das also, ist auch mega logisch. Ja, die sind manchmal leer. Frage 7. Der IKEA-Katalog erscheint weltweit in einer Auflage von wie vielen Exemplaren, bevor er jetzt eingestellt wurde? Ah, oh, verdammt. Das hatten wir schon mal. War das nicht sogar bei den Büchern oder so ein Quatsch? Du kannst ja fragen, wie viele Wälder werden dafür abgeholzt? Also, wie viel insgesamt oder die eine Ausgabe? Dafür haben die doch Knut, Sebastian. Die nehmen doch die ganzen Tannenbäume. Hallo? Peter, nehme ich die erste, die zweite. Das wirst du mir nicht sagen, oder? Ja, Christian, ich würde sagen, im Jahre 2017. Aha. Meint die, wie vielte Auflage das war oder wie viele Auflagen in dem Jahr? Nee, also wie häufig wurde das Ding 2017 gedruckt? Genau. Also bei mir Moment, wie häufig? Ja. Also wie viele Kataloge wurden insgesamt gedruckt? Also nee, genau. Auflage ist ja... Das ist ja die Auflage. Ja. Ach so, ich dachte, wie viele Versionen wäre eine Auflage. Okay, warte mal, dann habe ich das falsch verstanden, glaube ich. Ich gehe da, Peter, danke. So, Bram, was war die Frage? Nee, ich wollte wissen, ob ich meine erste, zweite Zahl nehme. Ich habe mich jetzt einfach für die zweite entschieden, weil du mich ignoriert hast. Ja, ich musste ja hier erstmal Dinge klarstellen. Ja, aber ich bin dran Flatrate. Hast du nicht. Jetzt habe ich die zweite Zahl gar nicht gesehen. Jetzt konnte ich dir das ja gar nicht sagen. Also, ich kann dir nur mal zeigen. Also, das waren mal die ersten. Die stehen jetzt als zweites, ne? Das ist dann ja eine interessante Entscheidung von dir gewesen. Ach, Bram schreibt da mehrere Zahlen hin. Deshalb gewinnt er immer so oft. Ja. Und dann, je nachdem, und dann fängt Peter an vorzulesen. Und dann schickt er mir kurz das Ergebnis immer bei Teamspeak. Und dann sage ich dem, welche Zahl ich immer nehme. Und dann alles innerhalb der eineinhalb Sekunde. Verstehe. Krass. Wir haben 4 Antworten. Bram sagt 128 Millionen. Christian sagt 220 Millionen. Uff. Jonathan sagt 650.000. Ich dachte bei 0. Und Sebastian, sehe ich das richtig, dass du 3 Milliarden tippst? Ja. Okay. 3,3 Milliarden für jeden zweiten Mensch. Ja, für jeden zweiten Mensch. Das kann ja immer. Nichts zu fressen und nichts zu saufen, aber den Kia-Katalog hatten sie alle. Genau so sieht er nämlich aus. Das ist ja auch nur die Auflage. Du weißt ja auch nicht, die werden ja auch nicht alle, also die werden ja nicht alle ausgeliefert. Ne? Hey, meine Mama hat alleine schon 4, ja? Also das ist schon viel. Das schmeißen doch manche Leute weg, das verstehe ich, Christian, aber 3 Milliarden. Ja, komm, das ist schon ein bisschen lustig, ja, von einem Katalog, von einem Kaufhaus, was es gar nicht in allen Ländern gibt, auf 3 Milliarden. Ja, sicher? Aber gibt's schon sehr häufig. Nur in Nordkorea nicht. Ja, zum Beispiel. Peter, jetzt mach kein Ikea-Hate hier. Ja, Entschuldigung. Selbst da hat bestimmt Ikea. Also Sepp liegt am weitesten weg. Ikea, ach, schade. Nordkorea. Ja, aber selbst wenn es jetzt 1,5 Milliarden wäre. Das wäre so geil, wenn das jetzt 6 Milliarden wäre, ja. Jonathan liegt auch weit weg. Ja, am Arsch. Die korrekte Antwort lautet 203 Millionen. Also geht dieser Punkt an Christian. Der Faktor 10 daneben, das ist doch nicht viel. Nee. Ich bin so gefrontet, weißt du, Jay ist viel weiter weg. Ist ja nix. 10 hat sich wie eine Droge. Frage 8.
Wie hoch ist der Eiffelturm in Metern? Um mit Spitze oder ohne? Peter, ey, keine Ahnung. Ich will auch mal. Das ist nicht nur ein Schätzfragen-Ding, sondern das ist scheinbar auch ein Gedächtnisding. Hatten wir auch schon mal. Irgendwann. Ja, bestimmt. Das ist aber leider schon sehr, sehr lange her. Warte mal, das ist doch Quatsch, wenn die was nächste ich hier Frage, mache. Wir hatten auch schon, wie schwer ist der Eiffelturm? Ja. Das ist eigentlich immer der Kack-Eiffelturm. Wieso kann man nicht mal was Cooles? Hatten wir nicht sogar mal, aus wie vielen Stahlträgern der besteht oder sowas? Ja. Ich glaube nicht. Habe ich auch im Kopf. Deswegen ist ja auch die Frage, mit Antenne oder ohne, weil es ist mir scheißegal. Ich habe einfach getippt. Ich habe keine Ahnung, wie hoch das kann ich dir auch gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass der höher ist als 5 Etagen. Krass. Das ist auf jeden Fall die Zahl, die beim Wikipedia-Artikel direkt in der ersten Zeile steht. 5 Etagen. War das mit der in der zweiten? Ich mir das hier da so steht eine Jahreszahl. Ah, okay. Ah, deswegen, 1700 Meter wollte ich erst mal. Das hat Jahr, in dem der gebaut wurde. Jetzt verstehe ich. Das war mehr so 1887 bis 1887. Das ist ja so am Absnitchen. Darf man auch Kommazahlen schreiben? Na klar. Okay. Wir haben 4 Antworten. Sehr schön. Ja, okay. Sepp ist immer so eine Snitch. Bram sagt 299,5. Tja, Bram. Christian sagt 468. Jonathan sagt 231. Und Sebastian sagt 325. Ich bin am niedrigsten. Ja. Sebastian, 325 mit Antenne oder ohne? Ja, natürlich mit. Ja, das ist richtig, denn ohne sind es dann 324 und dann ist die korrekte Antwort. Wie viel? 325 richtig ist. 324. Ich hatte da 321 stehen! Ja, wäre trotzdem schlecht gewesen. Verloren, weil Sebastian hast du das denn wieder? Schrei doch nicht so. Kann doch niemand was für. Mann! Oder scheiße dich immer selber. Hätte ich starker mal den scheiß Eiffelturm bauen lassen, hätten ihn viel höheren. Starker Tipp, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, von Sebastian. 1 Meter daneben schon. Na, deshalb habe ich ja gefragt, mit oder ohne Krone. Ja. Ne, also. Und je nachdem, welches Wetter, Peter, ist, variiert das auch noch. Also wie warm und kalt. Jo, das habe ich auch mal gelesen, um ein paar Zentimeter. Ja, das ist, ne, ja, das ist bei mir auch so. Links, ein Stück nach rechts. Ja. Nach innen oder nach außen, 9. Peter. Kalter Frage 9. Mit wie viel km/h sinken Schneeflocken auf die Erde? Das ist doch eine Fangfrage, Peter. Nö. Leise, ich hätte es gerne in km/h. Och, schon Peter. Vorgelesen. Wie war vorgelesen? Man hat nicht so, wenn ihr jetzt einen Stein fallen lässt oder ich runterfalle, wir fallen theoretisch gleich schnell. Okay. Ja, aber der Luftwiderstand ist ja trotzdem Luft nicht da. Nehmen, wa? Ja. Ja, das stimmt. Eine Schneeflocke, wie schnell? Moment. Also wenn das jetzt so und so viele Meter pro Sekunde sind, dann... Das kannst du schön nachrechnen. Deswegen wollte ich dann auch in keinem haben. Ja, an einem windigen Tag, Peter, oder an einem nicht windigen Tag? Ja, guck mal, das ist wahrscheinlich wieder der Durchschnitt ist ja, hier halt. Ist ja ganz einfach. Zur Seite und nicht nach unten. Ja, aber dann fliegt das ja relativ, also, weißt du? Also teilweise auch von unten. Durch Unterströmung und so. Ich glaube halt auch, dass ein Hagelkorn schneller fliegt als eine Schneeflocke zum Beispiel. In einem Vakuum nicht. Im Vakuum nicht. Scheiß Luft, ey. Alter, ich habe keine fucking Ahnung. Ich weiß das aufs Komma genau. Das gehört für mich auch zu Allgemeinwissen. Okay, wir haben 4 Antworten. Wenn der Schnee an einer Kamera, an einer Blitzerkamera vorbeigeht, wird geblitzt. Ja, deswegen ist im Winter, wir haben halt... Na, wir sind ja nicht geblitzt, von uns. Ne? Ja, das ist wie ein Stroboskop, Junge, wenn es schneit. Wir haben die Antworten. Bram sagt 12,96 km/h. Oh Gott. Christian sagt 17 ja. km/h. Jonathan sagt 60 km/h. Ja, keine Ahnung. Peter schon lachen. Sebastian sagt 36 km/h. Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, ich sitze ja als Moderator hier und weiß die Antwort schon. Dann ist das sehr viel leichter, darüber zu lachen, als wenn ich da als Moderator, als Mitspieler sitze und genauso dumme Antworten wie Jonathan da reinzippe. Also 60 ist es nicht.
Ihr seid alle viel zu hoch. Ja, ist eher 3, oder? Das heißt, ich sag doch, wenn's windig ist. Das heißt, die nächste Antwort liefert Brammen mit 12,96 km/h. Aber und die korrekte Antwort. Oder 3,6 Metern pro Sekunde. 4 km/h. Ach. 4 km/h. Scheiße da. Punkt für Bram. Keine 60. Das ist rigged. Das stelle ich mir so lustig vor, irgendwie. So Schneeflocken mit 60 km/h. Und dann bist du so beim Einkaufen immer so, ah, oh, kriegst du das so mit dem Blut. Und dann so Schnitze, ja, genau, vom Blut. Alter, die Schneeflocken durch die Schulzone, Alter, mega gefährlich. Okay, Frage 10. 15 Fragen haben wir insgesamt. Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden? Was hatten wir mal? Nee, ja, wir hatten die Regenwolke. Ja, oh mein Gott. Bam. Fertig, Peter. Muss ich auch nicht mehr nach Feiern, du ziehst halt auch schneller als dein Schatten. In was? Ja, was soll ich doch gerade sagen? Ich weiß das ja eh alles nicht. Ich hätte das gerne in Tonnen. Entschuldigung, Jonathan. Wie groß ist denn eine Schönwetterwolke? Eine große, eine kleine, 6. Eine mittlere? Wie schwer kann eine Schönwetterwolke werden, ist die Frage. 6. Bevor sie dann keine Schönwetterwolke ja, ist, weil sie keine Schönwetterwolke ist. Also die größte Ausmaß der Schönwetterwolke wird jetzt gefragt. Scheinbar. Wenn ich die frage, wie schwer kann ein Wal werden? Jetzt stellst du dann auch die Frage, was ist denn der Wal, wenn er dann noch schwerer wird? Ja. Das Problem ist, Peter, ich verstehe noch nicht so ganz, was eine Schönwetterwolke ist. Die führt das gar keinen Weg. Gegenteil von einer Schlechtwetterwolke. Ja, oder wird eine Schönwetterwolke erst dann zu einer Nicht-Schönwetterwolke, wenn die abregnet, sozusagen. Bestimmt. Also kann eine Schönwetterwolke auch schon Wasser führen? Christian, das ist so wie bei einer Frau. Dann schlägt die Stimmung und dann. Die Frage ist halt, ist zum Beispiel eine Schönwetterwolke schwerer, wenn da ein Flugzeug gerade durchfliegt? Ja, nee, aber ganz ehrlich, Jay, wird das irgendwann an deiner Antwort ändern oder an dem, was du weißt? Ist die nicht, aber. Kommt halt immer drauf an, wie viele Flugzeuge da drin sind. Aber ja, Wasser. 1 Million gleichzeitig. Ich gebe euch mal einen Tipp. Dann ist das da einige. Bei Schönwetterwolken handelt es sich hauptsächlich um Wolken vom Typ Cumulus Humilis oder auch Cumulus Mediocris. Kannst du jetzt mal nicht alles verraten? Also ganz ehrlich, Peter, ne? Jay war der Beste sagen. Von uns in Latein, das hilft ihm voll. Ja. Cunilingus, ja, kann ich gut. Also, wir haben 4 Antworten. Bram sagt 200 Tonnen. Das hat er auch schon in der Sekunde, während ich die Frage gestellt habe, schon dahingeschrieben und auch nichts mehr dran getan. Ich habe keine Ahnung. Nee, Jonathan. Ja, du bleibst schön. So, Christian sagt 1.246.534 Tonnen. What? 1 Million Tonnen? Was? Schweben, hey, ja. Ruhig, Alter, ich gehe komplett hier, Riot, ey, mit deinem Nullpunkt. Was sind das für Tipps? Ja, was ist denn das mit deinen 60 km/h Schneeflocke, ey? Jonathan, ja, 20 Tonnen Schönwetterwolken. Und Sebastian tippt auf 1234 Tonnen. Nee, das steht da nicht. Doch, what? 1234 Tonnen. Ja, aber da steht noch was mehr. Ja, aber der Rest ist ja irrelevant für die Antwort. Ach so. So, die korrekte 1000 Antwort. 1000 Tonnen? Da steht wieder irgendwas Beleidigendes. Findest du 1000 Tonnen unrealistisch, Jonathan? Nein. Okay, jetzt Christian GZ für den Punkt. Überhaupt nicht. Ich finde das sehr realistisch. Antwort sind 1000 Tonnen. Und damit geht der Punkt an Sebastian Lenz. Alter. Jonathan, was war deine kleine Mini-Wolke? Ich fand 1000 Tonnen, fand ich super. Ich weiß doch, dass das mega krass war, wie schwer so Regenwolken sein können. Aber wie so schwer sind die? Ich sag euch jetzt nochmal genau, was eine schöne Wetterwolke ist. Als schöne Wetterwolken werden Wolken bezeichnet. Ja, aber das vielleicht ja nächste Mal. Jetzt will ich das auch nicht mehr wissen. Merkt ihr euch eh nicht, ne? Ja, nee, würde ich mir auch nicht merken. So, Big Mac-Menü mit einer Cola. Mein, hatte ich recht. Frage 11. Wie viel Liter Kunstblut gingen für Kill Bill 1 oh, das hatten wir schon. 2 drauf? So eine Scheiße. Das hatten wir schon mal, das habe ich moderiert. Ja, schön, und trotzdem sind wir immer falsch. Ja, musst du also schön, Sebastian. Ah, das weiß ich sogar noch. Trotzdem den Punkt holen. Das hatten wir. Das war eine komische Zahl. Das waren irgendwie so. Nein, wirklich, Peter. Also irgendwie so. Wir machen wir gerade hier. Was war die Maßeinheit Hektoliter? Das ist hier eine Mischung aus Schätzfragen und Gedächtnisquiz. Kubikdezimeter oder wie viel? Ja. Liter, du Penner. Achso, okay. Ist ein Kubikdezimeter. Deswegen wollte ich Peter ärgern. Mein Gott, das ist egal. Weil das steht bei ihm nicht.
Nee, bei mir steht Liter. Ihr seid so böse, ey. Ich hab keine Ahnung, Peter. Vielleicht ist das aber auch die andere Zahl, die ich aufschreiben wollte. Hoppala, was hab ich jetzt gemacht? Ja, das wollte ich auch gerade. Ich hab grad die Null aus meiner Tastatur geholt, deswegen. Da war so ein Fleck drauf und da dachte ich mir, cool, kann ich das mal kurz wegmachen, weißt du? Aber guck ich so hin, ich bin so. Schon wieder, kann ich wieder lachen bei der Zahl, die da steht. Oh, ja, gut. Wird wieder ein bisschen mehr. Moment, da zählt jetzt wieder nicht, Peter. Ja. Ich weiß halt nicht mal, ob Peter jetzt wieder über mich lacht oder nicht bei meiner Antwort. Das ist doch belastend. Nee, ich finde, das ist. Jonathan, wie viel Liter Blut war nicht so viel. Du hast doch eben noch gesagt, ja, du weißt, wie viel Liter Blut ein Mensch in sich hat. Genau. Ja. Und das jetzt mal die Anzahl der Leute, die da standen. Genau. Ja, und wie oft mussten die scheiß Szenen neu drehen? Ja, ich weiß halt nicht, wie viel Leute die dafür umgebracht haben. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß, dass das nicht so viel war. Wir haben vier Antworten. Ich bin wieder falsch. Moment, darf ich noch ändern? Ja. Bleib einfach bei dem. Okay. Bram sagt 1850. Ach, nicht so viel, du bist ein Arsch. Das ist doch nicht so viel. 1000 Liter? 1000 Liter ist schon nicht so wenig. Willst du mich verarschen? Habt ihr mal so einen Tank, so einen 1000 Liter Tank gesehen? Ach, der ist nicht groß. Das sind doch niemals 1000 Liter. Was stimmt denn mit dem? Also mein Nachbar, der hat einen 3000 Liter Tank. Ja, der ist damit immer Gülle fahren gegangen. Christian sagt 1300 Liter. Die sind einmal mit dem Trecker durchs Set gefahren und da haben sie einmal angemacht. Ein Wassertank ist nur ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. So riesig ist das nicht. Der kann also, das ist jetzt ja nicht richtig viel. Jonathan sagt 517 Liter. Ich meine auch, das war immer mit 1000 irgendwas. Und Sebastian, der ist entspannt. 49 Liter. Okay, Sebastian ist der, mit dem wir lachen können. Na, immerhin. So ein Eimer. Ich meine, das wären ein paar Bier Eimer gewesen nur. Hast du die Firma mal gesehen, Sebastian? Ja, aber erst 2 Minuten sind da 49 Liter durch. 49 Liter Kunstblut wird in einem WWE-Match benutzt, ja? In einem! Wie aus dem Band, da kommt Quentin Tarantino und alle hat so 5 Eimer dabei. Das benutzen wir heute. Bitte nicht mehr. Mehr nicht. Mehr haben wir auch nicht. Das ist teuer. So, Bram, ich fand das gut, das erste, was du da hingeschrieben hast, Bram, erinnerst du dich da noch dran? Die 17.000? Ja. Ach, das kann doch nicht. Ach, das war nicht ganz richtig, es sind 1700 Liter, aber das war schon so, dein erstes Fünkchen hat dich in die richtige Richtung gepackt. Das heißt, du kriegst den Punkt aber so oder so. Hä, was habe ich denn dann abgespeichert in meinem Kopf? Wie waren das jetzt, 1700? 1700 ist korrekt, ja. 49 Liter. Das ist auch eine schöne Frage, weißt du? Die ist auch so. Selbst ist der Erste, der noch geschrien hat. Die Frage hatten wir schon mal. Ja, im Kopf habe ich mir abgespeichert, das waren doch nur ein paar Eimer oder so. Ja, das sind ja ein paar Eimer, so. Keine Ahnung. 500. Ein paar viele Eimer. Nicht behalten. Aber schöne Folge haben wir heute auf jeden Fall. Wir haben einen aktuellen Punktestand von Bram 5 Punkte. Sebastian 4. Können wir weitermachen? Christian ja, Jay? Jonathan. Kein Jay-Punkt abgeben. Aber Jay ist immer so weit weg von allem, ne? Okay. Frage 12. Wie viele Tage? Hatten ja. Das hatten wir auch schon. Aber ist egal. Wie gesagt, ihr könnt euch vielleicht dran erinnern. Nein. Wie viele Tage verbringt ein Deutscher in seinem Leben durchschnittlich auf dem Klo? Bei einer Lebenserwartung von 81 Jahren. Was? Sein Leben? Das müsste man jetzt nehmen und mit den Antworten von damals vergleichen. Bitte, was? Und 81 kann ich mehr. Auf dem Klo, das heißt nur kacken, Pipi machen, ja, und kotzen meinetwegen noch und nicht duschen und so ein Zeug, ne? Also ja, auf dem Klo sitzen. Ich sitze manchmal auch auf dem Klo und tue nichts, außer auf meinem Handy schauen. Ja, okay. Weil ich halt nicht durchgehend scheißen bin. Weil keine Bank mehr frei ist. Ja, okay. Ein durchschnittlicher Mensch aus welchem Land? Alter. Weil manche haben ja gar kein Klo. Alter, schreib mir nicht so an. Boah. Wie viele Tage verbringt ein Deutscher? Habe ich sogar extra vorgelesen. In seinem kein Deutscher, Entschuldigung. Durchschnittlich aber auf dem was ist, Klo? Wenn er in Afrika ist? Peter hat doch Löcher gegraben. Jahren. Okay. So, wehe, mich fragt jemand nach, wie alt der wird. Moment. Achso, 81 auf aller Moment. Ich hab grad getrunken. Das ist natürlich was komplett anderes. Ne? Hier, ne? Ich schreibe auch den Rechenweg gerade noch mit auf. So, ne? Und dann. Jetzt muss ich kurz rechnen. Das Problem ist, bei Peter wäre das sehr viel mehr als bei mir.
Du willst die Antwort in wie viel in Minuten haben? Wie viele Tage? Tage. Okay. Den gleichen Joke hat Sepp vor allen Dingen auch schon. Okay. Ja, ich bin schon. Kann MTS nicht an, Peter. Nicht so. Das ist zu lang. Kannst du das kürzen? Okay, ja. So. Okay, danke schön. Hast du ein Pech, kriegst du den rechten Weg halt nicht nur das Ergebnis. Ja, ich hatte den ja kurz. Da habe ich direkt durchschaut. Okay, also, wie viele Tage verbringt ein Deutscher in seinem Leben durchschnittlich auf dem Klo? So, Jonathan ist noch am Überlegen. Sinn. Das haben wir auch generell gut gerechnet, muss man sagen. Ich muss gerade nochmal rechnen. Ich habe gerade die Minutenzahl. Jetzt muss ich das in Tage umrechnen. Ja, ist okay. 81 durch 3600 einfach. Ja, stimmt. Den nimm einfach 72. Durch 3600. Moment. Das stimmt überhaupt nicht. Mal 10. Du Arsch. Warte, wie viel Minuten hat ein Tag? 1440, du Arsch. Oh. Okay, dann musst du halt ja nur durch 1440 teilen. Muss ich das? Ja, wenn du Minuten hast und du willst auf Tage kommen, dann musst du natürlich so viel teilen, wie ein Tag Minuten hat. Nee. Und alles klar. Erst durch 60. Ich glaube, Jay ist schon durchgebrannt. Und dann durch 24, ich glaube, ich bin wirklich durchgebrannt. Ich glaube, ich habe mich verrechnet. Egal, ich lasse das jetzt. Aber damit haben wir jetzt 4 Antworten. Du wolltest Tage, ne? Jay ist bei 3 Tagen. Ja, ich wollte Tage. Das ist so nice. Wie alt war der Nummer 81? Sehr schön. Bram sagt 410,625 Tage. Finde ich. Als ob so lange. Das ist eine schöne Zahl eigentlich. Ja, 20 Minuten am Tag. 20 Minuten? Wer geht denn 20 Minuten kacken? Ja, du gehst doch nicht jeden Durchschnitt. Tag aufs, also jeden doch, Tag ich schon. Ich gehe jeden Tag kacken. Ja, und Peter, ja, also, disst mich doch nicht, weil durchschnittliche Peter wäre halt das Fünffache. Also. Ja, ich ziehe das, glaube ich, nach oben. Christian sagt 600 Tage. Du sagst doch mehr als ich. Du machst ja noch mehr. Ja, natürlich. Hä? Ich habe ja nicht gesagt, dass das falsch ist. 20 Minuten am Tag geht die Kacken. Ja. Ich habe 30. Ich war nur überrascht. Wie viele Tage hast du 20? Das heißt, was ist deine Antwort gewesen? 410. Also auf 600 Tage bin ich drauf gekommen, weil irgendwie das ganze Leben hat dann 30.000 Tage. Da habe ich gesagt, ungefähr die Hälfte davon gehst du mal aufs Klo. Und dann habe ich mir überlegt, bei 15.000 Tagen, so, dann hast du ungefähr wie viele Stunden... bist du davon auf dem Klo und da weiß ich nicht mehr, weil ich da gechippt habe, also habe ich irgendeine Zahl geteilt. Was war deine Antwort, Bram? Mein Gott, 410! Ja, sehr gut. Nee, finde ich gut, weil ich habe genau die Hälfte, weil ich mit 10 Minuten gerechnet habe. Das heißt, ich habe richtig Mathe gemacht. Nice. Ja, Mathe-Mann, sehr gut. 205. Also Christian hat 600, Jonathan hat entsprechend 205 Tage und Sebastian hat 810. Spitzenreiter oder 810. Etwa 40 Minuten Kacken. Ja, ich hab Peter als Grundlage Peter genommen. Peter ist aber also. Keine gute 40 Idee. Minuten. Du bist doch der Durchschnittsdeutsche. Peter ist nur der Durchschnittsdeutsche Urlauber, haben wir herausgefunden. Ja, aber sonst nichts. Ich glaube, die Deutschen gehen schon überdurchschnittlich viel Scheiß. So viel wie Julius kacken geht, ja. Das also eigentlich gar nicht, weil normalerweise hat man doch, also wenn du guten, also wenn du halt schnell verdaust, gehst du ja öfter auf Klo. Das heißt, eigentlich müsstest du da, wo man sich viel bewegt, eigentlich viel öfter auf Klo gehen, als da, wo man sich bewegt. Ja, deswegen ja nicht in Deutschland zu viel. Ja, wir essen aber in Deutschland alle so gesund. Ja. Ja, und auch kein Fleisch oder so. Big Snacks. Die korrekte Antwort ist 230 Tage. Oh. Punkt! Ja! Dann heißt, Jonathan bekommt ein Punkt. Also knapp über 10 Minuten am Tag im Schnitt. Okay. Yeah. Ja, genau. Ich zieh das auch noch. Klingt unrealistisch. Kann ich mir so bei mir nicht vorstellen. Bis ich die ganzen Quiz-Duell-Runden durch hab. Ja. Das sind halt schon 10 Minuten rum, bis die App gestartet hast. Ja, ist so. Frage 13. Wie viele Zähne hat ein Eisbär? Hat er mehr als ein Mensch? Junge, das sind, glaube ich, sogar, das ist sogar die gleiche Reihenfolge, wie wir die Fragen gestellt gekriegt haben. So. Der hat doch nur 2 Backenzähne und 2 Schneidezähne, ne? Der hat nur 4, so sieht's aus. Oh, jetzt habe ich die Antwort gesagt, sorry. Ah ne, oben und unten. Bam. 8 also, okay. Da hat er noch 2, darfst nicht vergessen, da hat er noch 2 Zähne rechts am Fuß so, und 2 Zähne zu welchem, links am Fuß. In welchem Alter, Peter? Also das bleibende Gebiss oder das Milchgebiss? Voll ausgewachsen wahrscheinlich. Was ist, wenn der Eisbär jetzt in Afrika ist? Ja, aber was ist, wenn er noch im
Vor oder nach der Schwangerschaft. Aber das ist trotzdem, ich glaube das trotzdem, dass ein Unterschied ist. Das ist die richtige Antwort, Peter. Schade. Also hier bei Wikipedia steht bei Körperbau und Gang nur eine Zahnanzahl. Peter, was ist, wenn ich den Eisbär erschossen habe, dem die Zähne rausgenommen habe und der dann keine Zähne mehr hat? Dann hat er keine Zähne mehr. Ja, guck mal. Also zieht den Durchschnitt dann da unten. Gehen wir von dem Fall aus gerade? Nein. Was ist, wenn wir ein Eisbär mit Roberto Blanco kreuzen? Machen wir das. Aber mehr. Ja, Roberto Blanco oder der Eisbär? Das ist eher, egal. Niemand hat mehr Zähne als Roberto Blanco. Also, entsprechend ist auch Brams Antwort 56 und damit weniger als Roberto Blanco. Alter. Christian sagt 23. Viele. Ja, ich glaube, das ist eine ungerade Zahl, weil der hat auf der einen Seite hat der einen Zahn. Meinst du jetzt? Also es muss durch 4 teilbar sein. Also, das wäre schon. Nee, muss es nicht. Stimmt, muss es nicht. Ja, auch aber durch 2 wäre schon gut. Durch 2 wäre wichtig, ja. Ja, nee, das glaube ich nicht. Jonathan tippt 32. Ja. Echt? So viel wie Mensch? Ja, ich habe, glaube ich, ich meine, ich hätte. Ich habe halt nach einem Carnivore gegangen. Ich glaube, die haben 36. Ich habe auch nach einem Carnivore gegangen. Ich will mal ganz kurz sagen. Ich bin nach einem Carnivore gegangen. 56. Ich habe am Anfang auch sagt 28. Ich habe am Anfang auch überlegt, einfach zu sagen, nur echt mit 52. 36 kann es auch sein. 56, glaube ich, ist wirklich zu viel. Das wird mich impulsen. Ja, das ist richtig, Jonathan. 56 ist zu viel. 36. Aber es sind 54. Das sind 52. Oder 40 vielleicht. Das sind 52, 10. Das sind 42 Zähne. 42 doch tatsächlich. Ja, krass. Ja, aber trotzdem. Damit geht der Punkt an Jonathan. Das ist korrekt. Passt, ich hätte einfach die Leibniz-Antwort nehmen sollen. 40, heftig. Hast du die Zahnformel da gerade? 42 sogar. Also das heißt, es ist wirklich nicht durch 4 Teile. Also wir haben irgendwo 2 Zähne hast mehr. Hast du gerade die Zahnformel? Ja, ja, du hast die Zahnformel ist, du hast halt so und so viele Schneidezähne, so und so viele Eckzähne, so und so viele Vorbackenzähne und Backenzähne. Dreimal drei, okay, möchte. Ich habe die Zahnformel hier nicht, kannst du aber gerne warum nach diesem... die jetzt gerade da haben? Ja, ich google weil er doch den gegoogelt hat. So. Aber ich habe hier keine Zahnformel, sondern nur die Antwort bei Wikipedia. Jay, 2 Punkte. Bei mir war der 3-1-4, alt, ja? 3-1-4-2 beziehungsweise 3-1-4-3, danke. Moment. Eine Sekunde. Also Fußballausstellung. Kannst du es nochmal ganz kurz sagen? 3, 1. 4, 2 oder 3, 1, 4, 3? 4, 2, 3, 1, 4, 3. Moment, ich guck mal kurz an. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben, okay. Oh. Vorletzte Frage jetzt beim Punktestand. Jetzt musst du hier nochmal Gas geben. Christian 2 Punkte, Jonathan 2 Punkte, Sebastian 4 Punkte. Ja, sehr gut. Das wirst du nochmal ändern, auch, Christian. Aber vielleicht werde ich das nochmal korrigieren. Ja, ihr beide, glaube ich. Bis zu welchem Jahr musste bei Geburten im britischen Königshaus der Innenminister dabei sein? Ja, Peter, pass mal auf. Ja, was? So nämlich. Was? Ja, okay. Nice gerettet. Zählt auch über TeamViewer und hier... Das hatten hier, wir auch wie mal. Heißt so es? Eine Scheiße. Bis zu welchem Jahr? Bis zu welchem Jahr musste bei Geburten im britischen Königshaus der Innenminister dabei sein? Hat der dann okay. voll in die Olga reingeguckt? Also, oder was muss der ganz machen? Ehrlich, ja? Heißt das, der Innenminister, also Winston Churchill im Zweifel, saß da, als Prinz Charles geboren war? War der mal Innenminister? Voll auf die Pflaume geguckt. War der mal Innenminister? Anwesend sein. Ah, ne, stimmt gar nicht, der war Premierminister. Stimmt. Ja, deswegen. Anwesend bzw. dabei sein heißt ja auch, du musst einfach nur im selben Raum stehen. Also geil. Ja, aber vielleicht guckt er dann aus, oh ja, der Charles, wie der da rausflutscht gerade, meine Fresse. Königlich, wie er rutscht. Königlich. Ich glaube, Prinzessin Diana hat das abgeschafft. Königlich flutscht, meine Queen, ey. Ja, keine Ahnung, Alter. Komm, wann ist Prinz Charles geboren? Weiß das irgendeiner? Ja, 1705. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist schon richtig alt. Nicht das ist so, auch wie der aussieht. Die Queen gerade 40 Jahre alt. Als die Queen gerade so Napoleon noch einen Handschlag gegeben hat. Ja, das ist halt egal, weißt du, es geht aktuell, gibt es hier dieses Bild, keine Ahnung. So von wegen, oh, ich fühle mich wieder alt. Und dann hast du so das Bild, weißt du, von all den Menschen, von all den Staatsoberhäuptern, weißt du, die Queen überlebt haben. Kannst du bitte noch einmal die Frage stellen? Bis zu welchem Jahr musste bei Geburten im britischen Königshaus der Innenminister dabei sein? Okay, bei Geburten im britischen Dingenshaus heißt das ja auch, das heißt, wenn
wenn Lady Di quasi im Zweifel Harry gerade geworfen hat, ist die dann auch dann geflaumt worden. Ja. Okay. Ich kann gar nicht mehr. Ich finde athletische Dinge nicht aus viel geiler. Jetzt muss ich gerade überlegen. Der britische Affenstall. Okay, Jay, wann ist Harry? Harry ist doch ungefähr so alt wie ich, oder? Harry ist nicht real. Es gibt keine Zaubererbrauch. Oder nicht Wirklichkeit. Nein, aber der ist nicht so Prinz alt wie du, Harry. Der ist jünger. Wie hieß denn nochmal, Christian, jetzt hilf mir doch mal bitte ganz kurz. Wie heißt denn nochmal der Innenminister von Harry? Ich glaube, der Innenminister William? Hat damals sogar Danke. Noch den Namen von ihm gemacht, weil er halt Dianas so, und der ist ne, gesehen hat. Dann hat sie gesagt, hat er gesagt Harry. Bei William wurde... It's Harry! Nein, bei William wurde auf jeden Fall Diana noch auf die Pflaume geguckt und Harry dann nicht mehr. Keine ja, Ahnung, Alter, hier 1900 oder 1800 auch, oder 1700, Alter, was weiß ich. Ich glaube, er 3 nach Christus. Ich sag das. Nee! Nee, bei Charles war der Letzte, oder? Wann ist denn Charles geboren? Wann hattest du da vorher stehen, Jonathan? Alter, fick dich. Nimm das lieber. Zeig mir einfach mal ganz kurz. Nimm das. Nee, meine ich. Ich mach so. Ja, okay, aber also, die erste Zahl geht. Zumindest schon mal eine 19 davor stehen haben. Nee, ja, glaube ich nicht. Also das stand vorher da. Boah, Peter, jetzt hast du... Ich mach das, fick dich. Okay. Peter hat dafür gesorgt, dass ich jetzt halt wieder zurückgegangen Christian, bin. Christian, glaubst du, dass Charles nur 19 Jahre nach Jesus geboren wurde? Okay, wir haben 4 Antworten. Bram sagt 1968. Ja. Hat er kurz vor knapp nochmal geändert. Ja, richtig fett. Christian das heißt bei Harry und 1985. Das sagt Jonathan auch, 1985. Oh. Und Sebastian sagt 1978. Die korrekte okay, geil. Antwort. Das finde ich gut. Alles unter 68 habe ich jetzt gewonnen. Das ist korrekt. Das ist richtig. Und alles über 85 haben wir gewonnen. Ja, aber das heißt, das ist übrigens jetzt 1400 passiert. Das ist passiert okay. Zur Kontrolle, um kein fremdes Kind als Thronfolger einzuschleusen. Ah, ja, also da musste vom Innenminister überprüft werden, ob auch tatsächlich dieses Kind da unten rauskommt. Und das ist das letzte Mal passiert und seitdem musste das dann auch nicht mehr passieren bei der Geburt von Prinz Charles, der geboren wurde. Ah, nein. 1903. Ah. Aber damit geht der Punkt. Wieso, wait, Moment. Wieso hätte das danach nicht mehr passieren müssen? Danach gab es Fotokameras. Ja. Weiß ich nicht, wieso das, aber das steht da. Bis zu welchem Jahr mussten bei den Geburten und das war 1948, wo das auch das letzte Mal praktiziert wurde. Ja, das heißt. Ich dachte, das hat impliziert, dass quasi nach Charles kein richtiger Thronfolger mehr kam. Aber das bringt ja gar nichts, diese Regelung, wenn die Queen vorher mit Churchill ins Bett gegangen ist, ist das ja dann doch nicht der, dann ist das ja ein Bastard. Ja, aber dann ist das ja egal, ob das aus ihr rausgeflutscht ist oder nicht. Königliches Blut, aber es geht ja eher darum, glaube ich, einfach irgendein anderes Kind da durchs Fenster zu werfen oder so. Wer macht denn das, als ob die snobbigen Königsleute da vom Briten das machen würden? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Reaktionsding und nicht so ein Also ist ja nicht so, ne? Wenn du unfruchtbar bist. Ja. Aber ich frage mich dann auch, weißt du so, kriegt die Mutti das nicht mit? Weißt du so, wobei, wenn die Kinder getauscht werden, kriegt die das nicht mit? Nee, ja, wenn die unfruchtbar sind. Das Königshaus kann sich ja auch zusammenschließen, um quasi gegen den Innenminister irgendwie sich was zu überlegen und deswegen, oder... Ja, na, ist damit ja schon mal aufgefallen, damit die Dynastie dass Prinz Charles bleibt. Ganz schön krasse Ohren hat Queen Elizabeth die krassen Ohren? Stimmt, ja, nee, Dumbo ist der... Ich habe die Ohren von der noch nie gesehen, die hat immer so Hüte an, ich glaube, die hat keine. Stimmt, ja, die hat Haare. So Lappen hätten, würden hier unten rausgucken. Ja. Die hat bestimmt so Teller in den Ohrläppchen. Deswegen lebt die vielleicht auch so lange, weil die keine Ohren hat. Weil die keine Ohren hat. Ja. Das heißt, kommen wir zur letzten Frage. Okay. Es geht um eine Vader. Studie im Smartphone-Rausch deutsche Mobilfunknutzer im Profil der Wirtschaftsberatung Deloitte. Ja, ich glaube, wie lange nutzen wir das Smartphone irgendwie? Ja, oder wie viele haben die Deutschen? Wie viele Smartphones haben die Deutschen? Nee. Ich habe das jetzt mal ein bisschen konkretisiert. Wie häufig schauen die 18- bis 24-Jährigen Ach du Scheiße. Täglich aufs Handy? Ach, wie oft oder wie lange? Also einfach wie häufig. Ja, keine Ahnung. Also einmal und dann den ganzen Tag. Die Studie ist aus dem Jahre 2018 von der Wirtschaftsberatung Deloitte. 18- bis 24-Jährige, wie oft gucken die pro Tag aufs Handy? Wie lange ist dann egal? Das heißt, laut Definition, ich gucke mein Handy an,
habe gerade drauf geguckt, lege es wieder weg und gucke es direkt wieder an. Das heißt, ich hätte zweimal geguckt, ja? Dann fragst du dich danach, wie spät wart jetzt eigentlich? Ja, nee, genau, das meine ich halt. Nee, ist okay, okay, okay. Ich. Boah, solche das ist Studien beruhen natürlich auf Umfragen. Also, einfache Frage. Das ist sowas aktuell, die Frage war genau nach Jugendlichen oder sowas? 18 bis 24-Jährige. Ja, Deutsche. Das sind ja die jungen Hüpfer. Und was ist, wenn die älter sind? Die schlafen, also sind eher so Studentenalter. Das heißt, keine Deutschen. So, also da schläft man ja auch nicht so viel. Das heißt, du kannst ja nicht von 24 Stunden ausgehen, sondern eher so von. Ja, das ist eigentlich noch zu wenig, oder? So 3 Stunden? Ja, wie oft guckt man am Tag aufs Handy? Wie oft macht man immer eben so? Ich mach das sehr häufig. Aber ich bin auch aus der Statistik raus. Ja, du wurdest halt nicht befragt. Ja, und ich bin über 24. Ja, aber als du 24 noch warst, Peter, da. Das ist lange her. Stimmt. Ah, das lieber auch. Da ist von uns Charles geworden. Ja, genau. Na, hast du kontrolliert. Na, Queen Mom, mach mal die Lippen breit. Okay, da kommt der Junge. Wir haben das ist doch ein Antworten Mädchen. Für die letzte Frage. Keine Ahnung. Herr Jay, was hast du da vorher stehen? Damit ich halt 8000. Da nicht die gleiche Zahl habe, weil manche wahrscheinlich einfach mal 4 oder mal 3 gerechnet haben. Ja. Verstehe. Was Bram hat geschrieben 60. Richtig. Bram hat wahrscheinlich hat 15 mal 4 gerechnet. Was? Nee. Warum soll ich denn 15 okay. mal 4 rechnen? Ja, 15 Stunden ungefähr bist du wach und du sagst 4 mal pro, also so habe ich gerechnet, die 60. Oh, und 4 mal in im Schnitt. Bist du 15 Stunden am Tag wach? Du arme Sau, ey. Ja, so habe ich halt einfach gemacht, so Pi mal Daumen. So 9 Stunden schläft man, 9 bis 8, keine Ahnung. Bitte da einfach 2. Das sind ja junge Menschen. Bist du ein glücklicher Typ, ey. Da dachte ich mir so, das ist mir zu wenig, einfach mehr. Christian hat 360 geschrieben. Ja, ich habe einfach gerechnet, du guckst alle 3 Minuten aufs Handy. Das sind pro Stunde dann schon 20 Mal. Und dann Alter. Hochgerechnet auf 14 Stunden oder so. Er guckt okay. so häufig aufs Handy. Jonathan sagt 61, um sich von Bram abzuheben. Ja. Und Sebastian als wenn du wusstest, dass ich 60 nehme. Nee, ich habe gemacht, ich habe mir, genau das habe ich mir halt gedacht, dass vielleicht jemand 15 mal 4 rechnet, dann habe ich einfach gesagt, mache ich einen mehr. Sebastian sagt 125. Aha, tja, Jay, hast du leider keinen Punkt, sondern 59, damit habe ich Nee. Das sind auf jeden Fall mehr. Das sind 56, der Punkt geht an Bram. Nein! Das kann nicht wahr sein. Geil, hey, gut, hätte ich ja 52 auch stehen lassen können. Hey, dann, guck mal hier, dann kann sich bei mir, kann ja niemand sich beschweren, dass ich nie aufs Handy gucke. Ich gucke definitiv mehr als 50 Mal am Tag aufs Handy. Ja. Ja, im Schnitt, was? Du nicht, Stachelhaus. Ja, alleine in den letzten 2 Minuten habe ich da jetzt schon 3 Mal drauf geguckt. Alleine schon, weil ich drauf gucke. Ja, aber guck mal, im Schnitt, ich habe in den letzten, in dieser ganzen Folge habe ich nicht drauf geguckt. Ja, wobei, das stimmt natürlich. Am Wochenende, muss ich sagen, habe ich mein Handy irgendwo vergessen und habe dann am Sonntagabend es wiedergefunden. Also ich habe am Wochenende fast gar nicht aufs Handy geguckt. Ja, guck mal, sowas könnte mir nicht passieren. Und selbst dann hätte ich zumindest WhatsApp-Web. Krass, Bram, ey. Also, Bram gewinnt die heutige Frage, Schätzfrage / Erinnerungsfragen. Danke. Auf Platz 2 der Sebastian, Platz 3 teilen sich dann Christian und Jonathan. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer. Gewonnen hat eigentlich jeder, denn ihr hattet Spaß. Oh ja. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.